Wir stehen am Anfang einer kosmologischen Zeitwende. Es ist unglaublich, wie ein einfaches Ergebnis von James Webb die komplette Kosmologie erschüttert hat. Das neue Hochleistungsteleskop zeigt uns durch eine ganz simple Beobachtung, dass unsere bisherigen kosmologischen Modelle fehlerhaft sein müssen. Die Theorie vom Urknall und die Idee der Expansion, wie wir uns sie bisher vorgestellt haben, sind nicht vollständig. So viel ist sicher. Forscher suchen jetzt verzweifelt nach Antworten. Was sind die besten neuen Theorien und sind wir jetzt wirklich näher an der Entschlüsselung des kompletten Universums? Das James Webb Space Telescope, oder kurz JWST, wurde gebaut, um uns niemals zuvor dagewesene Einblicke in die Frühgeschichte des Universums zu liefern. Mit seiner hochmodernen Technologie ermöglicht das JWST Beobachtungen, die weit über die Fähigkeiten des Hubble-Weltraumteleskops hinausgehen. Ein wesentliches Merkmal des JWST ist sein großer, segmentierter Primärspiegel, der einen Durchmesser von 6,5 Metern hat. Dieser Spiegel ist fast dreimal so groß wie der des Hubble-Teleskops und besteht aus 18 sechseckigen Segmenten, die aus Beryllium gefertigt und mit einer ultradünnen Schicht aus Gold überzogen sind. Diese Konstruktion erlaubt es dem JWST, viel mehr Licht zu sammeln und somit schwächere und weiter entfernte Objekte zu beobachten. Eine weitere technologische Meisterleistung des JWST ist sein Standort im Weltraum. Während Hubble in einer niedrigen Erdumlaufbahn positioniert ist, befindet sich das JWST am sogenannten zweiten Lagrange-Punkt, etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Diese Position bietet Astronomen mehrere wichtige Vorteile. Das Teleskop kann zum Beispiel kontinuierlich den kalten und dunklen Raum beobachten, ohne von der Wärme und dem Licht der Erde oder des Mondes gestört zu werden. Zudem ermöglicht der Standort eine stabile thermische Umgebung, die für die empfindlichen Infrarotinstrumente des JWST optimal ist. Das JWST ist vor allem für seine Fähigkeit bekannt, das Universum im Infrarotbereich des elektromagnetischen Spektrums zu beobachten. Dies ermöglicht es den Forschern jetzt, durch Staubwolken zu blicken und die Entstehung von Sternen und Planeten zu studieren, die im sichtbaren Licht verborgen bleiben. Mit seinen technologisch weit fortgeschrittenen Instrumenten wie der Nahinfrarotkamera, dem Nahinfrarotspektrographen und dem Mittelinfrarotinstrument kann das JWST die chemische Zusammensetzung der Atmosphären von Exoplaneten analysieren und nach Hinweisen auf Leben suchen. Das JWST kann somit das Licht der ersten Galaxien einfangen, die sich nach dem Urknall gebildet haben, und so unsere Kenntnisse über die Entstehung und Entwicklung des Universums erheblich erweitern. Und wir können sogar die physikalischen und chemischen Eigenschaften von entfernten Galaxien, Sternen und planetaren Systemen mit bisher unerreichter Präzision studieren. Ein einfaches Ergebnis verändert alles. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber der neue Superstar unter den Teleskopen hat noch nicht einmal sein bestes Leistungsspektrum auffahren müssen, um die Kosmologie zu erschüttern. Für dieses neue Superteleskop war es eine einfache Übung, ein großes Rätsel der Astrophysik zu bestätigen. Mit seinen hochpräzisen Infrarotinstrumenten und der außergewöhnlichen Auflösung ging das JWST der Vermessung der Expansionsrate des Universums nach und kam auf ein schockierendes Ergebnis. Die sogenannte Hubble-Spannung war kein Messfehler, sie ist echt. Mit diesem Ergebnis wurde den Wissenschaftlern schlagartig klar, dass ihre bisherige Kosmologie nicht stimmen kann. 100 Jahre astronomische Arbeit lagen in einem Scherbenhaufen und bis heute herrscht Ratlosigkeit. Die Hubble-Spannung ist übrigens die Diskrepanz zwischen den gemessenen Expansionsraten des Universums, die durch zwei unterschiedliche Methoden zustande kommt. Einerseits gibt es die lokale Messung, die auf der Beobachtung von Standardkerzen basiert. Andererseits gibt es die kosmische Messung, die auf den Beobachtungen des kosmischen Mikrowellenhintergrunds basiert. Standardkerzen sind astronomische Objekte mit einer bekannten Helligkeit wie Cepheidensterne oder Typ 1a Supernovae, und der kosmische Mikrowellenhintergrund gilt als ein Abdruck des Urknalls. Das JWST nutzte nun seine fortschrittlichen Instrumente, um Cepheiden in weit entfernten Galaxien mit bisher unerreichter Genauigkeit zu beobachten. Cepheiden sind generell Sterne, die in regelmäßigen Abständen pulsieren, wobei die Periode ihrer Helligkeitsschwankungen direkt mit ihrer absoluten Helligkeit zusammenhängt. Durch die Messung der Periode dieser Sterne und ihrer scheinbaren Helligkeit von der Erde aus können Astronomen die Entfernung zu diesen Sternen und somit zu ihren Heimatgalaxien berechnen.
Zusätzlich zu den Cepheiden beobachtete das JWST Typ 1a Supernova, die ebenfalls sehr verlässliche Licht- und Entfernungswerte liefern. Diese Supernovae haben eine so einheitliche Leuchtkraft, dass die beobachteten Werte wie Pfeiler dienen, die eine Vermessung des Universums und damit auch eine Bestimmung der Expansionsrate erlauben. Jetzt wurde also mit den präzisen Daten des JWST die Expansionsrate des Universums noch einmal berechnet und die Ergebnisse zeigten dieselbe erhöhte Expansionsrate wie das Weltraumteleskop Hubble in den 1990er Jahren. Rund 73,4 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Das steht im Gegensatz zu den etwa 67 Kilometern pro Sekunde pro Megaparsec, die durch Beobachtungen des CMB und das Lambda Cold Dark Matter Modell zustande kamen. Stimmen unsere Theorien und die Idee der Standardkerzen, dann müsste die Messung in beiden Fällen gleich sein. Das kosmische Schicksal verändert uns. Könnt ihr euch vorstellen, dass das kosmische Schicksal von ein paar Messergebnissen abhängt? Im Grunde tut es das nämlich nicht. Das kosmische Schicksal ist, wie es ist, und wahrscheinlich kümmert sich der Kosmos selbst auch gar nicht so groß darum, ob wir richtig messen oder nicht. Wie wir die Welt sehen, ist eine Angelegenheit von uns Menschen. Wir möchten den Ursprüngen und Geheimnissen des Universums auf den Grund gehen, weil wir verstehen möchten, was das Universum ist, wer es gemacht hat und welche Rolle wir selbst darin spielen. Lasst uns einen Moment betrachten, wie die allgemeine Weltsicht momentan aussieht. Wir gehen davon aus, dass das Universum einen Anfangspunkt hat und dass es wahrscheinlich auch irgendwann endet. Nun sagt die bisherige Wissenschaft, dass es vor dem Urknall nichts gegeben hat und damit irgendwie auch, dass es nach dem Universum nichts geben wird. Das ist eine völlig andere Vorstellung als die Idee, dass das Universum unendlich sein könnte oder nur eines von vielen Universen innerhalb des Multiversums ist. Die Weltvorstellung hat einen direkten Einfluss darauf, wie wir uns selbst und unsere eigene Existenz bewerten. Die Astrophysik ist bisher wie ein Puzzlespiel. Wir haben viele Teile, die Sinn ergeben und zu einem einigermaßen stimmigen Bild zusammengefügt wurden. Die Hubble-Spannung zeigt allerdings, dass jetzt etwas mit diesem Bild nicht stimmt. Sie ist wie ein Teil, das einfach nicht passen will und das bereits fertige Bild durcheinander bringt. Zusätzlich zeigt uns das JWST noch andere Dinge, die das Spiel durcheinander wirbeln, nämlich tausende hell leuchtende Galaxien zu einem Zeitpunkt, als das Universum noch dunkel sein müsste. Diese Galaxien sind so weit entwickelt, dass ihr Entstehungszeitpunkt vor dem Urknall gelegen haben müsste. Und hier kommt wieder die Hubble-Spannung ins Spiel. Stimmen unsere Messmethoden nicht oder haben wir etwas Wichtiges übersehen, stimmen möglicherweise auch unsere Altersbestimmungen des gesamten Universums nicht. Dann haben wir drei Möglichkeiten. Das Universum ist zeitlich und räumlich doch unendlich, der Urknall und Anfangspunkt hat zu einem anderen Zeitpunkt stattgefunden oder die Natur des Universums ist ganz anders, als wir das bisher gesehen haben. Stellt euch vor, wie es gewesen sein muss, als die Menschen noch dachten, die Erde sei eine Scheibe und wenn man zum Rand kommt, plumpst man möglicherweise in ein Nichts. Das hat einen Einfluss auf die Denkweise und die Psyche der Menschen dieser Epochen gehabt. Sie hatten Angst, sich in Richtung des Horizonts zu bewegen, weil dort die Welt angeblich endete. Folglich sind die Menschen statischer geblieben. Sie bewegten sich weniger und verharrten aus Sicherheitsgründen an einem Ort. Heute glauben wir, das Universum sei endlich. Nehmen wir an, wir finden heraus, dass es unendlich ist, dann ändert sich unsere geistige Vorstellung von Zeit und Raum und das wird einen Einfluss auf unser Verhalten als Spezies und unsere Kultur haben. Selbst wenn ihr nicht Wissenschaftler seid, habt ihr die alten kosmologischen Ideen in euch, denn wir alle lernen die Idee vom Urknall und der Expansion in der Schule. In den östlichen Traditionen und Religionen glauben die Menschen an ein Multiversum, in dem es viele Dimensionen mit Menschen, Göttern, Dämonen, Engeln und Naturwesen gibt. Solche Vorstellungen spiegeln sich auf eigenartige Weise in physikalischen Modellen wie der Stringtheorie oder in Burkhard Heims Mehrdimensionenweltall wider. Momentan gewinnt die Idee des zyklischen Universums von Sir Roger Penrose Aufwind. Demnach könnte unser Universum einen Anfang gehabt haben, es entwickelt sich und dann vergeht es, um sich dann selbst neu zu erschaffen. Auch das finden wir in manchen spirituellen Vorstellungen, die eine Seele postulieren, die viele Inkarnationen durchläuft.
finden wir die Prinzipien der ewigen Kreisläufe zunehmend im naturwissenschaftlich beschreibbaren Kosmos bestätigt, wird das weitreichende Auswirkungen darauf haben, wie wir unser eigenes Schicksal und unseren Lebenssinn beurteilen. Krise in der Kosmologie. Wie geht es jetzt weiter? Als Kolumbus die Welt umsegelt hat und bewies, dass sie rund ist, erlitten manche Menschen einen Schock. Die Kirche weigerte sich strikt, das neue Wissen anzuerkennen, und aber manche freuten sich. Genauso eine Situation haben wir heute. Aufgeschlossene Forscher wie Michio Kaku zum Beispiel freuen sich über Webbs schockierende Messergebnisse und andere wollen es nicht wahrhaben. Die Zukunft wird aber den Forschern gehören, die sich über solche Veränderungen freuen und die ein echtes Interesse an der Wahrheit haben und nicht nur Recht haben wollen. Wir haben bereits einige spannende neue Theorien und es ist ein bisschen so, als werde die Wissenschaft gerade neu ausgelost. Irgendjemand oder irgendwer wird einen Hauptgewinn ziehen, weil er die tatsächliche Entwicklung richtig voraussagt oder den richtigen Riecher besitzt. Der Forscher Rajendra Gupta hat eine Arbeit über die Neubewertung des Alters des Universums vorgelegt. Roger Penrose könnte einen zweiten Nobelpreis einheimsen, wenn seine Theorie vom zyklischen Universum Bestätigung findet oder aber die Quantenphysiker gewinnen Auftrieb. Das JWST hat vor 2 Jahren seinen Dienst aufgenommen und es wird uns noch mindestens 20 Jahre begleiten. Selbst das alte Weltraumteleskop Hubble ist noch im Dienst und landet unglaubliche Treffer. Hubble gelang im Frühling 2022 der Fund des ältesten jemals gesichteten Einzelsterns. Durch einen Zufall und eine gewaltige Gravitationslinse wurde dieser Stern sichtbar. Webb wird weitere Beobachtungen des frühen Universums unternehmen und wir werden immer mehr Details erkennen. Schon jetzt legte das Teleskop weitere Beweise für Strukturen vor, die unmöglich in einem jungen Universum existiert haben können. Hinter dem Pandora-Cluster, der an sich schon eine riesige Struktur ist, fand das Teleskop Hinweise auf eine viel ältere und noch gigantischere Struktur. Das zeigt, dass es im Universum, das wir als jung erachten, bereits so große Strukturen gegeben hat, dass sie unsere kosmologischen Modelle sprengen. Webb entdeckte zudem sehr alte und sehr große schwarze Löcher. Nur wenige 100 Millionen Jahre nach dem vermeintlichen Urknall vereinten diese schwarzen Giganten die Masse von mehreren Millionen oder sogar Milliarden Sonnen in sich. Aber wie kann das sein, wenn es zu dieser Zeit noch gar nicht so viel Materie gegeben haben kann? Dieser und vielen weiteren Fragen werden wir in unseren nächsten Videos nachgehen. Wenn du keines davon verpassen möchtest, klick jetzt sehr gern auf den Abo-Button und wir hören uns bald wieder. Bis dann.